Und der andere, warte, du schmeißt mein ganzes Regal um. Hey, wieso ist da so ein Ding an meinem Gesicht? Das zeigt einfach, wann Menschen hässlich sind. Nein, der fokussiert einfach dein Gesicht, weil dich erkennt als Mensch und mich nicht. Dann erkennt das genau richtig. Wo du recht hast. Zweitausend Jahre später. Leute, es liegt eigentlich daran, Lisa hat eine ganze Flasche fast gekillt. Meine Mom hat Erdbeerleims mir gemacht. Aber einen Erdbeerleims, Mann. Was? Einen super Erdbeerleims. Ja, der ist echt gut. Den hat sie selber gemacht und Lisa hat gehört, dass es was zum Trinken gibt, auch noch kostenlos. Also hat sie sich gedacht, köpft sie meine ganze Flasche. Deshalb, das ist der Grund für ihre Reaktion hier und ihr Verhalten. Ne? So, hallo und herzlich willkommen auf meinem... Andra! Er schreit halt auch noch. Herzlich willkommen auf meinem Kanal! Meine Nachbarn sollen es auch noch hören. Abonniert mich! Abonniert mich! Abonniert mich! Oh Gott, ist das Psycho! Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir ziehen das jetzt alles hier durch, egal wie viel hier im Hintergrund gelacht wird. Das ist, glaube ich, Versuch Nummer 346. Es geht heute um Folgendes, und zwar die Frage ist, was ist in der Box? Aktuell noch gar nichts, wie ihr es hier sehen könnt, aber da wird gleich was drin sein. Lisa und ich haben verschiedene Gegenstände eingekauft, sie hat meine Gegenstände eingekauft, ich habe ihre Gegenstände eingekauft, keiner weiß von keinen Gegenständen, und wir werden jetzt dann mit verbundenen Augen hier reinlangen, ein bisschen fühlen und erraten blind, was da drin sein kann. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange rum. Sag mal, ist in Berlin schnacken? Schnacken? Was ist schnacken? Schnacken, schnacken, reden. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ihr müsst mich leiten, ne? Sag mal, rieche ich Käse? Nee, echt jetzt? Also ich rieche keinen. Oder sind deine Füße, Lisa? Ja, das kann sein. Okay, ja, leg los, oder? Dann fass mal echt rein. Lisa jetzt, oder? Mhm. Was ist los? Also es bewegt sich, also ich will ein bisschen aufpassen. Halt's Maul! Aber wir haben gesagt, nichts Lebendes, gell? Hä, nee, warte, wir haben gesagt, keine Schlangen! Nee, wir das haben gesagt... Auch so verstanden. Nee, Leandra, halt's Maul, du hast vorhin gesagt, nichts Lebendes. Das hat der Marcel dir selber gesagt. Versichert mir erst, dass das nicht lebt, was hier drin ist. Nicht mehr. Nee. Nee, mach ich jetzt nicht. Jetzt fass doch erst mal rein! Jetzt fass rein! Oh, ich trau mich nicht! Jetzt mach! Gott, die soll... Das hat sich bewegt! Das hat sich bewegt! Das hat sich bewegt! Nein! Lebt es? Was ist das? Hey, bitte versichert mir, dass es nicht lebt. Es lebt echt nicht. Es hat sich bewegt, Mann. Es lebt nicht. Das ist Essen. Ja. Was? Oh, es ist widerlich! Oh, das Fleisch ist wirklich jetzt nur mein Gott! Ja, das sagst du doch immer, wenn du Typen triffst. Lieber widerlich als wieder nicht. Ja. Sag mal, ist das dein Arsch oder was ist das? Hier? Ja, das war mein Arsch. Ja, ich weiß. Ja, rate doch jetzt. Hey, oh mein Gott, wir haben keine Zeit. Gummimasse. Hä? Gummi? Ey, ich weiß, es ist irgendwas Ekliges. Mein Gesicht. Oh, ich weiß es gerade nicht. Pudding. Pudding? Pudding. Was für ein Pudding? Ja, Wackelpudding. Ja, Wackelpudding. Ja? Ja. Geil. Du darfst jetzt eigentlich deine Binde abnehmen. Ich? Warte. Jetzt. Aber es ist auch nichts Lebendes, gell? Nee. Was war das gerade? Ja, vielleicht ist ja. Es ist irgendwas Verpacktes. Plastik. Was ist das? Oh, wie meine Hand stinkt. Ja, Leute, das ist halt irgendwas Verpacktes. Okay, dann pack das mal aus. Ich kann sowas nicht. Oh. Ja, hast du. Ich darf es nicht im Mund nehmen, gell? Kannst du aufgehen. Wäh, was ist das? Wäh, was ist das? Ist das irgendein Sexspielzeug oder so? Was ist... Leute, das ist... Es ist irgendwas zum...
So eine Darmspülung oder so. Wie fühlt sich deine Darmspülung an? Was ist das? Ich weiß es nicht, wirklich. Ich könnte es jetzt noch 10 Stunden anlangen. Ein Schwangerschaftstest. Ein was? Ein Schwangerschaftstest. Was ist denn das hier? Ich glaube, das ist eine Urinpipette. Leute, wisst ihr, wie lange mein letzter Schwangerschaftstest her war? Es war einmal 2013 im Club, da dachte ich echt, ich bin schwanger und da habe ich einen gemacht. Aber das war es nur einmal. Echt? Mhm. Mercy! Kann ich kommen? You can come. Max, mach mal hinne. Ich finde, Max ist auch so ein Name, oder? Findet ihr ihn schön? Schön. Er ist schön, aber oft. Genau, er ist sehr häufig, oder? Ja. Ich weiß nicht, ich mag solche Mainstream-Namen gar nicht. Ich meine, ich finde, das sind schon schöne Namen, aber wenn es die zu oft gibt... Nee, Max mag ich nicht, weil es ihn so oft gibt. Sonst würde ich ihn vielleicht aus einer anderen... Aber es kann ja sein, dass es ein ganz lieber Max ist. Ja, das hat ja, der Name hat ja nichts mehr Menschen. Ja, eben. Aber voll viele Menschen, zum Beispiel Kevin oder so, weißt? Ja, aber Kevin trifft es auch meistens zu. Ich habe 3 Kevins in meinem Leben gekannt. Einer war mein Ex-Freund, einer mein bester Freund. Mein bester Freund nach 5 Jahren ist ein richtiger Kevin gewesen. Mein Ex-Freund nach 1 Jahr richtiger Kevin gewesen. Und der andere, Alter, der hat sich nach 3 Treffen schon als richtiger Kevin rausgestellt. Deswegen, Kevins sind Kevins. Tut mir leid an alle Kevins an dieser Stelle. Aber es können auch die liebsten Kevins sein, okay? Schreibt, naja, also schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr schreiben könnt. Nein, das war ein Witz. Leandra. Benehmen Sie sich, bitte! Oh Gott, ich komme mir so dumm vor mit diesem Ding. So als... Ja, als... Ja. Aber das ein Oma-Schlüpper ist, Leute. Ich rieche jetzt auch nicht dran. Das ist oh mein Gott, was ist das? Ich habe meiner Oma extra gesagt, sie soll ihn eintragen. Als... Warte, hier ist noch eine Hämorrhoide, da. Nee, das ist doch... Also ich, oh, wie schön. Oh, schau mich. Damit du sie auch benutzen kannst, Marcel. Fix dich. Das denn? Da musst du ein bisschen weiter runtergehen, Lisa. Also, ja, ich mach's schon selber. Wir mussten dir auch dein Licht von der Box ausschalten. Hat Gründe. Kann das Tier kein Licht sehen? Keine Ahnung. Sieht man sie überhaupt noch? Nimm mal ein Näschen. Ich weiß nicht, das riecht auf jeden Fall nach irgendwas Reinlichem. So nach Seife. Aber die Konsistenz... Ist keine Seife. Ist keine Seife. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich glaube, Lisa und ich gehen ins Dschungelcamp. Ich glaube, wir sind voll die guten Teammitglieder. Ja, nichts erraten. Aber ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß selber nicht mal, wie das heißt. Ja, toll. Mach weg. Was zur Hölle ist das? Das ist so ein, wie so ein magischer... Ganz komisch irgendwie, was ist das? Ja, aber der riecht schon sehr nach... Aber schau mal, ich traue mich nicht. Ah! Oh Gott! Ich habe was angefasst. Ich habe nicht gedacht, dass es so hoch ist. Oh, das ist wieder irgendwas Feuchtes. Weh! Was ist das? Es fühlt sich an wie Ei. Wie was? Was ist das? Das ist eine Schüssel. Ja, es ist wahrscheinlich Mozzarella. Hey, krass. Ja, das merkt man doch. Das fühlt man. Probier mal. Beiß mal rein. Ah, genau, das wollte ich an dieser Stelle erwähnen, Leute. Also bei mir, bei Lisa, sie hat, wir haben gesagt, wenn Lisa irgendwas Essbares besorgt, soll es entweder aus ihrem Kühlschrank sein, was abgelaufen ist, oder was danach Balu essen kann. Und alles, was ich hier gerade drinnen habe, das ist alles nicht mehr verzehrbar. Also dieser Mozzarella ist erst seit 2 Tagen abgelaufen, aber trotzdem nicht, dass es jetzt hier wegen Lebensmittelverschwendung oder so. Da achten wir wirklich drauf. Wir sind sehr soziale Menschen. Dafür kaufe ich diese Corona-Zeug nicht ein, wie so Hamsterleute. Ihr habt mich heute gefragt, ob ich euch am Montag zum Einkaufen fahren kann. Abbruch, wir reden jetzt nicht weiter. So, okay. Ach so. Ah! Weh! Fass nichts an damit! Was ist das?
Boah, Leute. Was ist das? Reiß dich zusammen. Warte mal, ich muss da erst dran riechen. Das. Nimm. Ih, was ist ja. das? Was ist das? Was ist. Was ist das? Es riecht gar nicht mehr so schlimm. Vielleicht muss man es einfach einmal anfangen. Oh. Es erinnert mich an meine Kindheit. Oh Gott. Als meine Mutter nie für mich gekocht hat. Nein, ist es Ravioli? Ja, Mann. Gell? Ja, Mann. Weil ich finde den Geruch von Dosenravioli so schlimm. Ja, ich weiß, was du meinst. Vor allem, wer? Der ist wiedererkennbar bei dieser Maggi-Dosen-Soßengeruch. Oh, Lisa, du geile Sau. Oh, Marcel. Wer? Das klebt. Ach so, ich dachte, wir singen gerade. Was ist das? Was haben wir nochmal? Ah, ja. Was ist das? Leute, es ist eine OB. Nein, wie bist du darauf gekommen? Weil ich die Schnur kenne. Woher kennst du die Weil die Schnur? Bei dir immer raushängt. Zieh mal, Marcel. Zieh den Stöpsel. Und pressen und... 5 Minuten rausgemacht. Was ist da drauf? Probier mal. Honig? Hast du es echt abgelernt? Oh mein Gott, Marcel, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Oh mein Gott! Oh Gott, du bist so eklig. Aber das war doch frisch! Das war doch frisch! So eklig. Ja, frisch aus meiner Liebe! Wer? Wer? Nein! Wer? Nein! Marcel, du bist so eklig! Nein! Was war denn das? Was habt ihr? Lebensmittelfarbe. Es war natürlich kein echtes Blut. Leider. Baba, aber mit echt erschrocken, Mann. Ja, man hat es nicht angemerkt. Also ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich habe es gemerkt. Oh oh. Okay, ganz ehrlich, sowas gibt dir eine Hausfrau. Ich wette, das ist ein Lappen. Oder ein Waschlappen. Nee, das ist neben dir. Oder ein Waschlappen, kann man da reingehen? Dann ist es vielleicht so ein Handschuh, den man sich anzieht, mit dem man... Ja. Das haben voll viele Leute in der Hand gehabt, Lisa. Nein, ja, du kannst die Binde abtun. Ja, dachte ich mir. Also nicht die in der Hose, sondern die an den Augen. ich habe doch gerade mein OB drin. Ich brauche gar keine Binde. Das ist wirklich eklig, was ist das? Nee, Leute, wenn das jetzt Rollmops ist, dann bin ich weg. Fingerst du so auf mich? Was? Finger ich was? Ich bin eine Miste, ich finger nicht. Ich finger. Okay. Was ist. Wer ist das Fleisch? Nee, wenn es Fleisch ist, Leute, dann bringe ich euch. Es ist Hähnchenbrust. Was ist das? Bitte kein Fleisch, Leute. Ihr wisst, ich esse kein Fleisch. Hä? Ich. Darf ich runterzoomen? Ja, ich dachte, wir hätten es schon aufgelöst. Du hast dich richtig geraten. Nee, aber nee, ich frag nur dich, ob es Hähnchen ist, weil Schwein kann ich bei Lu nicht kochen. Nee, nee, das ist Hähnchen. Cool. Aber ist nicht abgelaufen? Nein, natürlich nicht. Okay, dann tue ich das kurz in den Kühlschrank. Ich weiß doch, dass der Hund sich freut. Nee, da freut er sich echt. Aber es ist eklig, das anzulangen. Ich muss nur kurz was in die Kamera zeigen, dass die Leute das sehen, okay, Lisa? Okay. Also wir müssen kurz ruhig sein. Wah! wieso habt ihr mich jetzt erschreckt? Keine Ahnung, weil es lustig war. Okay. Du schaust dann lustiger. Wie schnell ein Dildo umfällt. Boah, das riecht. Oder ist es die Box, die einfach schon so ranzelt? Warte mal, der Geruch erinnert mich an was. Ich kenne den. Das ist Rhabarber. Das ist Rhabarber, oder? Hä? Ist das Rhabarber? Nein. Rhabarber. Das ist kein Rhabarber. Ich könnte mir erzählen, was ihr wollt. Das riecht genau wie Rhabarber. Du musst es ja erstmal knicken. Jetzt knick. Knick. Ja, jetzt ist es aktiviert. Jetzt riecht es nicht mehr nach Rhabarber. Ja, siehst du, das ist krank, was der Kopf mit einem macht. Sellerie. Aber du bist ja lecker, Mädchen. Willst du mal ein Curry ein bisschen auf Tauchstation gehen? Das ist auf jeden Fall irgendein Gemüse. Mhm. Ja, das Ding ist, du musst ja noch einlangen. Da ist ja noch was drin, was dazugehört. Zigaretten? Ja. Und das andere hat was damit zu tun.
Eine Tabakpflanze? Ja. Ich weiß ja nicht mal, wie die ist. Genau. Was? Ja. Das ist eine Tabakpflanze. Ist das nicht dein Ernst? Doch. Schau sie an. Echt? Ja. Echt? Das ist ja Lava. Den Geruch kennt sie, aber sie weiß nicht, wie es ausschaut. Doch, natürlich. Aber ich dachte, vielleicht sieht ja eine Tabakpflanze genauso aus. Keine Ahnung. Jetzt habt ihr es echt überzeugend gespielt. Ich wusste doch, dass es Rhabarber ist. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne mal einen Daumen, schreibt unten mal was in die Kommentare. Hier, wo Lisas Gesicht ist, könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Hier kommt ihr zu meinem letzten Video. Ansonsten verbleiben wir bis zum nächsten Mal. Ciao, hab euch lieb. Mua, 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 mua. Tschüss. So. Lass was.